Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer hier und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter hier mit WWE. Tut mir leid, dass hier so viele Tage das Pause zwischen gewesen ist, geworden war. Wie? Ja, wie gesagt, Freunde, tut mir leid, Alter. Aber es ist ja Black Ops 3 rausgekommen, deshalb habe ich das Ganze um einen Tag nach hinten verschoben mit WWE. Aber heute kann es endlich weitergehen, ja. Und wir haben auch direkt unser nächstes Match vor den Augen. Das ist nämlich das 2 gegen 2 hier mit El Rille, Baron Corbis gegen Aiden English und Simon Gotch. Die kenne ich einfach beide oder alle drei nicht da, die mit uns sind, ey. Auf jeden Fall hat der eine richtig schöne Brustbehaarung. Und was ich noch gesehen habe, was ich diesmal unnormal geil finde, also das hat mich richtig gefreut, ich zeige es euch mal. Und zwar, wenn wir auf Charakter klicken und dann auf Optionen, Freunde, man kann endlich die Schwierigkeit ändern, Alter. Ich glaube, die letzten WWE-Teile, beziehungsweise bei 2K15, da konnte man auf keinen Fall einstellen, da konntest du es nur in dein Hauptmenü. Aber jetzt kannst du auch für die Karriere endlich den Schwierigkeitsgrad einstellen. Und wir machen natürlich direkt auf Legendär, damit wir immer schön spannende Kämpfe haben. Und damit wir auch mal vielleicht verlieren, damit da auch mal ein bisschen hier Spannung ist und alles deshalb. Würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit unserem ersten Kampf hier mit El Rille, das 2 gegen 2 Match. Alles klar, Freunde, ab geht's. Ich hoffe, das wird in einem Stadion sein, weil dann gibt's den schönen Einzug von El Rille. Alles klar, ab geht's. Ah, scheiße, es ist leider doch kein... Es ist nur in unserem Trainingsstudio hier. We've decided that your first official NXT match is going to be Finn Balor and Hideo Itami versus Baron Corbin and you. To get you prepared for that match, we're putting you up against the Vaude Villains. Show me you deserve to be in that match. Okay, wir müssen ihm zeigen, dass wir es verdient haben, Freunde. Jetzt gibt es erstmal einen schönen 2 gegen 2 hier. Alles klar, guck mal, El Rille, was für ein Rücken der hat, Alter. Der hebt ja gleich ab. Der ist richtig breit. Was hat er für eine Hose an der Rechte und so Lackschuler Salamander, diese Lederstiefel. Hier, der wird jetzt immer schön auf die Fresse kriegen. Aber wie gesagt, ist auf Schwierigkeit legendär eingestellt. Und jetzt kann es auch schon direkt losgehen, Freunde. Bam! Oh jo, jetzt kommt er von hinten, da der Speedy Gonzales. Aber ich glaube, der hat gar keinen Pimmel in der Hose, Alter. Hat er eine Vagina da drin? Da ist ja gar keine Beule bei ihm. Ach du Scheiße. So, scheiß mal auf legendär. El Rille ist legendär. Wisst ihr, wie ich meine? So, oben links könnt ihr natürlich wieder sehen, die Sterne. Das heißt, ob wir den Kampf interessant machen oder nicht. Und da können wir auch natürlich andere, zack, noch neue Moves machen. Und so, das bringt natürlich immer schön Punkte. So, jetzt kriegt ihr mal wieder schön auf die Fresse. Hier, komm her. Boah, ich finde, El Rille sieht eigentlich richtig geil aus hier mit den Tattoos. Viele meinten, das rechte Tattoo an seinem Fuß, das gefällt euch nicht so. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz cool, weil so hat er überall Tattoos am Bein, am Rücken. So richtig quasi, der hat eine harte Zeit durcherlebt. Und jetzt kommt er wieder hier, keiner erkennt ihn wieder und so. Das ist einfach nur richtig geil, wenn man sich das so überlegt als Story quasi. Boah, unlockt er den einfach aus. Scheiße, ey. Komm, haben wir auf die Fresse hier. Ja, Freunde, waren wir gestern, wie gesagt, auf einer richtig geilen Party gewesen in Düsseldorf. UFA 8 Soul Destination und übertrieben viel Bock gemacht. Und ja, da haben wir ein bisschen schön wieder Rille gemacht hier. Aber ist natürlich nur am Wochenende, Freunde. Also in der Woche mache ich auf keinen Fall Rille oder so. Dass ihr nicht, dass ihr irgendwas Falsches von mir denkt. Ja, Freunde, ich habe nächste Woche Geburtstag am 11.11. Ich werde 21 Jahre alt, das wird einfach mega chillig werden. Ich weiß aber nicht, was ich da machen werde, weil ich habe in der Woche Geburtstag und in der Woche feiern gehen und sowas, das geht, glaube ich, nicht. Außer, ja doch, ein Club kann man am Mittwoch feiern in Düsseldorf, das ist Sub. Ich muss mal schauen. Ich schaue einfach mal, wie wir das machen werden an meinem Geburtstag. Ja, aber krass, wie die Zeit... Oh, sorry, scheiße, hau ich einfach den Schiri um und direkt ist die... Ach du Scheiße, unsere Sterne sind runtergefallen auf einen Stern. Boah, wieder gekontert, unvergessliche Momente waren da gerade direkt. Komm schon, komm schon. Ja, Freunde, wir müssen jetzt langsam wieder hocharbeiten, Alter. Ich will endlich mal... Guck mal jetzt hier. Kann man den auch hier eigentlich raushauen? Das würde ich mal gerne wissen. Guck mal, El Rille, Alter, was geht bei dem ab? Geile Moves, Alter. Aber wir wollen ja ein bisschen andere Zack hier einfügen. Deshalb macht er hier... Bam, springt er drauf und fliegt einfach daneben. Scheiße, zu früh gedrückt. Ja, der wird den locker gleich tabben. Wir müssen aufpassen, Freunde. Ach du Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, jetzt kommt er von hinten. Ich habe gekontert, oder? Der müsste eigentlich gekontert sein. Genau, so. Komm her, also von legendär merke ich noch nicht so viel, Freunde. Ich habe gedacht, er wird viel mehr kontern, aber das ist ja auch der Aiden English, den kein Schwein kennt. Ich weiß nicht, kennt ihr den, Freunde? Oha, guck mal, seine Brust ist schon voll rot. Ist das jetzt auch neu, dass die so auf einmal rote Brüste bekommen und sowas? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, WWE, das muss wirklich öfter kommen, weil das ist euer Lieblingsspiel auf dem Kanal einfach. Und die erste Folge, also ich war überwältigt, ne? Die hat einfach 100.000 Klicks. Und hat auch schon 15.000 Likes, Alter. Und damit zeigt ihr mir, dass euch dieses Spiel einfach so ge... Oha. Oh nein, ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Oh nein. Oh, oh. 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 Nein! Oh. Glück gehabt. Das ist ja voll neu gemacht worden hier, Freunde, mit dem Entkommen, Alter. Ich muss nämlich abhauen mit diesem blauen oder roten Ding, was ich da gerade hatte. Alter, jetzt gerade wird immer besser, der Typ. Aber deshalb brauche ich den jetzt erstmal... Oh, schön aus dem Ring hier raus. El Rille geht ab hier, Alter. Jetzt komm mal runter hier aus dem Ring. Yay! Wui! Er springt ja sogar runter, der El Rille.
Alter, voll komisch so ohne Zuschauer und so. Und dann tut das so einfach so ein Trainingskampf wäre, ey. Aber egal, Freunde, wir arbeiten uns langsam hoch und dann wird es wieder diese unvergesslichen Momente geben mit El Rille, Alter. Da freue ich mich abnormal übertrieben drauf. Wir haben schon Signature mit El Rille. Ich krieg jetzt mal gleich Signature. Guck mal, der eine kam gar nicht dazu zu tappen. Boah, Junge, was der da für Moves macht. Der Schiedsrichter, soll ich mal... Boah, ist der am Zählen? Ne, der zählt nicht, oder? Ne, ne, ich glaube nicht, dass er zählt. Wir können keinen Signature machen, Freunde, weil wir zu wenig Energie haben. Move-Vielfalt, jetzt kommen wir erstmal... Geh mal rein! Nicht, dass wir gleich den Kampf verlieren hier. Ah ja, guck mal, der ist schon richtig tot, der Gegner. Zack, auf dein Maul. So, jetzt gibt's erstmal den hier. Whoop! Guck mal, der Move jetzt. Schiri, verpiss dich doch mal! Oh, oh. Ich habe dem Rille schon ein paar Moves beigebracht, aber jetzt noch nicht so übertrieben welche, weil da muss auch viele freischalten und sowas. Deshalb, das machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, für die nächste Folge gebe ich mir mal ein bisschen mehr Mühe und schaue mir mal an. Ach du Scheiße. Rope Break, zum Glück. Ja, schaue ich mir mal an, was es da so für Moves gibt. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Finisher sehen wollt. Ich glaube, viele wollten von Randy Orton den RKO haben. RKO out of nowhere. Komm her, kriegt jetzt mal erstmal schön ein Signature. Ey, jetzt, oha, ich hätte kontern können. Ja, das ist jetzt neu, Freunde. Es gibt manchmal echt diesen perfekten Reversal-Moment. Aber das ist schwierig, den zu treffen. Oh nein, der tap. Okay, und den Speedy Gonzalez Blanco, den werde ich erstmal schön mit dem Signature begrüßen, Freunde. Oder was sagt ihr? Zack, kommt er in den Ring und das ist deine Begrüßung, Digga. Und dann direkt noch ein geladener Finisher hinterher von El Rille, Alter. El Rille auf Rille, Peter. Komm mal runter, ey. So, und jetzt packt er sich ihn und da gibt's den Finisher. Guck mal hier, zack, Move-Vielfalt, 3,5 Sterne und da bam, Junge. Alter, wie der den einfach so auseinander nimmt mit dem Finisher. Und der liegt einfach schon tot auf dem Boden, Alter, der Simon Gotch. Kam rein und dachte sich, scheiße, warum hat der andere mich getappt? Shit. Oha, ich habe gedacht, er hat den Kontert. Aber den Move kennen wir auch schon, wenn er jetzt wegschmeißt. Wow, ojo, vor seinen Augen. Guck mal, wie der andere guckt. Guck mal, wie der andere guckt. Was ist das denn, Alter? Habt ihr das gesehen? Wie der andere geguckt hat außerhalb der so, no, no. Alter, ich glaube, das ist das perfekte Thumbnail für heute, ey. Das sah so geil aus. Mufi-Fight minus 10. Was machen die jetzt da, Alter? Was wollt ihr? Bam, ah, der andere ist runtergesprungen. Ich schnapp ihn jetzt einfach mal. Zack, El Rille, typischer Move. Den hat er immer bei 2K15 gemacht, Freunde. Der war echt geil, der Move hier, ey. Hau ihn kaputt. Ja, Freunde, wie gesagt, ich kann die Folge leider nicht allzu lange heute halten. Ich habe einfach gedacht, Samstag, oh ja, also das, ja, gestern war ja Samstag, da wird mein neues Internet endlich freigeschaltet werden. Aber es, dem war es nicht so, Alter. Das ist so, die tun so etwas mega kompliziert. Ich will jetzt mal sagen, in welchem Anbieter ich bin, aber das ist richtig unnötig, da wie lange die einfach brauchen, um eine Internetleitung. Guck mal, der macht einfach Liegestütze. Was ist das denn für ein Spasti? Alter, diese Moves sehen ja mal übertrieben geil aus. Ey, ja, ja, jetzt will er wieder tappen. Ja, der hat genug, der hat genug. Okay, den anderen können wir jetzt gleich ausknocken, wenn wir noch einen Signature und Finisher haben. Ich werde mit dem anderen gar nicht tappen, ey. Scheiße, der Arme, tut mir richtig leid. Oh, shit, gekontert, El Rille. Bam, Junge, haut ihm auf die Fresse, unvergessliche Momente. Und jetzt schnappt er sich ihn und zack, schmeißt ihn erstmal um. Ja, wir haben jetzt hier erstmal noch eine Fritzbox bekommen. Dann so ein Receiver. Und das muss alles noch konfiguriert werden und freigeschaltet werden. Und dann ist mein Internet zum Glück viermal so schnell. Und dann wird das auch alles schneller gehen mit dem Hochladen. Da kann ich die Videos länger halten, in einer besseren Qualität rendern und alles. Also da muss ich, wie gesagt, mal schauen, wann jetzt endlich freischalten, Freunde. Aber heute kann ich die Folge echt nicht zu lange... Oh, shit. Oh mein Gott. Boah, das war jetzt Glück, Alter, dass ich da jetzt noch rausgekommen bin, ey. Junge, Junge, Junge. Scheiße, wir müssen aufpassen. Wir dürfen hier nicht gepinnt werden, ey. Komm, wir haben das Signature, Freunde. Das dürfte, das wäre sein Ende. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, was machen die jetzt für eine Taktik da, Alter? Ach du Scheiße, zu zweit auf mich drauf. Oha. Was geht denn hier ab? Hallo? Ah, der hat getappt dabei. Okay, der andere ist wieder drin. Das ist Simon Gotch. Okay, krieg jetzt mal schön in die Fresse da beim Ring. Komm her, guck mal, der am Hängen ist. Alter, guck mal, was macht El Rille denn da, Alter? Boah, was ist ein Move. Habt ihr den gesehen? Und sein Kollege kriegt hier draußen auch nochmal direkt hier eine mit. Shit. Boah, der Trainer ist ja auch hier. Guck mal, der chillt einfach hier. Guck mal, ich guck dir mal an. Ey, was willst du? Willst du aufs Maul? Verpiss dich, hä? Verpiss dich, hä? Guck mich nicht so an, Alter. Was willst du, hä? Signature. Da steht einfach Signature. Als ob ich bei meinem Trainer Signature mache. Hast du das gesehen? Ich schwöre es euch, da stand gerade Signature. Ey, ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn ich das mache oder dem jetzt einen Finisher gebe. Was wird dann passieren? Finisher bei ihm? Alter, bei unserem Trainer ein Finisher, ey. Freunde, das kann ich nicht bringen, oder? Aber das wäre auch schon so ein bisschen so für die Schlagzeilen. El Rille kommt zurück und legt direkt Trainer flach. Alter, seid mal ehrlich, das wäre schon krass, oder? Uiuiui. Okay, jetzt reicht es. Ich beende das Match jetzt, Freunde. Der wird jetzt sehen. Zack, also es ist auf legendär eingestellt. Das habt ihr ja gesehen, Freunde, aber... Der Kampf ist eigentlich... Also ich habe gedacht, dass man ein bisschen mehr von den Gegnern erwarten kann. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen. Warte mal. Ich knock den erstmal weg. Und jetzt Pinfall, Pinfall. Komm schon, Freunde. Komm schon, komm schon. One, two, three. Das ist der Sieg. El Rille und sein Teamkamerad gewinnen den Kampf, der leider nicht reingekommen ist. Und da, El Rille, zeigt da mal, was er drauf hat.
großes Drama. 4 Sterne haben wir bekommen für diesen Kampf. Wir klicken auch schon direkt weiter und gucken uns an, was uns jetzt der Trainer zu sagen hat, beziehungsweise welcher Kampf uns erwarten wird. Freunde, hier, der nächste Clip. Ja, der andere tut so. Guck mal, der andere tut so, als ob er gekämpft hätte. Der hat doch gar nichts gemacht. Der hat gar nichts gemacht, da kam er nicht mal rein. Mal gucken, was er uns jetzt zu sagen hat. Ey, stell dir vor, wir hätten mal den Hey, wait a second. Next week is your first match on NXT. With all the lights and craziness that happens on that day, don't forget to go out there and have some fun. We all do this because we love this business. And I can tell that's what you bring to the table too. You're going to do some big things in the WWE, kid. Just don't let all this go to your head. Da hat er recht, Freunde. Wir werden Großes erreichen. Aber wir haben ja damals schon Großes erreicht. Nur das war ein alter Trainer gewesen. Jetzt kam der dazu. Das ist ein neuer. Und ich glaube, der hat El Rille gar nicht mehr im Visier. Also der weiß gar nicht so richtig, wer wir sind. Vielleicht macht es der Bart oder die Tattoos oder dass er auf einmal ein bisschen breiter geworden ist aus. Aber eigentlich sollten sich doch die Leute an den Rille noch erinnern, oder? Also das macht so Spaß, diese Story, sich einfach so im Kopf so quasi mitzudenken, ne? Dass er wieder quasi zurück ist, so. Das ist einfach übertrieben geil. So, hätte gesagt, unser nächstes Match bei der NXT erwartet uns jetzt. Und jetzt kommt unser erstes Kampf, unser erster Kampf. Das Training hat ihr, siehst du, das war echt nur ein Trainingskampf gewesen. Aber jetzt, Freunde, jetzt gibt's den ersten großen richtigen Kampf, glaube ich, Alter. Und jetzt bin ich mal gespannt hier, was hier abgehen wird. So, wir überspringen hier den Kalender. Nächste Woche Mittwoch. Unser erster großer Auftritt wird das, glaube ich, sein. Ja, das... Oha. Wieder ein 2 gegen 2, aber diesmal gegen andere. Oha, der Rang, wer ist das denn? Hier, seht ihr den? Der ist irgendwie auf der Liste drauf gewesen. Oha, das ist Finn Balor. Okay, von dem habe ich schon mal was gehört. Der ist auf jeden Fall Rang 1. Dem gehört der Titel. Also, es ist nach Reihenfolge gehört. Guck mal, wer alles da drin ist. Sami Zayn ist drin, Kevin Owens, Heel... Kalisto ist drin, Baron Corbin. Ach du Scheiße, wie viele einfach hier drin sind. El Rille ist 10. momentan im Rang. Wir müssen uns hocharbeiten und dann auf jeden Fall mal ein Titelmatch hier besorgen. Und dann können wir hier richtig loslegen, Alter. Alles klar, ich würde sagen, wir machen El Rille noch hier ein bisschen besser. Also mit den Fähigkeiten hier. Oh, nicht Fähigkeiten, mit den Eigenschaften, sorry. Da kann man dann nämlich, wie gesagt, das wisst ihr. Ich würde einfach sagen, machen dieses Mal alles überall so ein bisschen hoch. So, zack, locker, easy, so, fertig. Speichern wir. So, und jetzt kann es losgehen mit unserem ersten großen Kampf. Und das auch noch ein 2-on-2. Oioioi. Freunde, jetzt geht's ab, Alter. Unser erster Match. Unser erstes Match, Alter. Jetzt geht's ab. Freunde, da kommt... El Rille, Alter. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott, der Baba aller Babas, wie der einfach aussieht. Ey, guckt es euch an, Freunde. Mit seinem Jackett, seiner Kette, seiner Cap, seiner Brille, sein Markenzeichen, Freunde. Guck mal, der macht sich warm hier. Geht jetzt hier raus zu seinem ersten großen Kampf, Alter. Das sieht einfach so geil aus, Mann. Ohne Witz, das sieht aus wie der Baba, Alter. Oh shit, Alter. Und da ist er auch schon direkt. El Rille ist wieder zurück im Ring. Da ist seine Musik. Ich habe einfach nur so eine Gänsehaut. Er feiert sich, sein Comeback. Die Fans jubeln ihn an und sehen, er ist endlich wieder da. Nach einem halben Jahr Pause kehrt er zurück zur WWE und ist ein bisschen breiter geworden, stärker und hat neue Tattoos und einen Bart. Das ist El Rille und jetzt rasieren wir wie am Darthörmer. El Rille macht hier ordentlich Party mit den Fans. Kommt hier rein in den Ring, Alter. Bester Mann, der macht hier wieder ordentlich Show. So muss es sein. Die Fans jubeln ihm zu. Da macht er seine Moves. Jetzt geht er in den Ring und ist bereit für das 2 gegen 2. So, Freunde, seid ihr bereit? Ab geht's hier mit dem Kampf hier. Bam, komm her, Digga. Schmeißt er ihn um. Ganz locker, easy. Finn Balor. Zack, den hauen wir erstmal schön auf die Fresse hier. Guck mal, unser erster Kampf, Alter. Da müssen wir einfach nur Gas geben, Freunde. Wir müssen den Fans zeigen, dass wir hier hingehören. Und jetzt muss ich sagen, Freunde, die Grafik hat sich schon verbessert. Also die Zuschauer sehen besser aus als im Teil davor. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen werdet, aber es ist einfach so. Die Grafik ist ein bisschen besser geworden. Ich kann das Video heute leider auch nicht in 1080p hochladen, aber ich finde die Qualität, denke ich, trotzdem in Ordnung sein, Freunde. Weil ich weiß ja, die meisten schauen die Videos mit dem Handy und, da sieht man eigentlich sowieso nicht diesen ganz großen Quali-Unterschied. Nur wir kommen am PC. Oha, wer ist denn der Kleine? Da seht ihr den, der da sitzt. Seht ihr den da? It's, was steht da drauf? It's too bad bei ihm. Guck mal, der Kleine da, Alter. Komm her, Alter. Fuck, okay, das ist... Freunde, wisst ihr, gegen wen wir gerade kämpfen, Alter? Einfach gegen den Titel-Champ. Der hat den Titel. Dem gehört der Titel hier, Alter, in der NXT. Jetzt müssen wir uns direkt gegen ihn beweisen hier, Freunde. Und zeigen, dass wir es hier drauf... Guck mal, die Fans, Alter. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Was macht er da mit uns? Ach du Kacke. Muss aber sagen, wenn man jetzt einen schlägt, dann sieht man, das Gesicht und so sind rot geworden. Okay, schnell. Oh fuck, wir müssen rein, Alter. Wir müssen rein. Nicht, dass wir hier irgendwie verlieren dadurch. Komm her, Alter. Der springt rüber und der... Zack!
kriegt er direkt den hier von mir und dann schmeißen wir ihn um. Move Vielfalt. Komm, komm, tritt drauf, El Rille, Alter. Zeig, dass du hier hingehörst, dass du der wahre Champion bist. Hau sie alle um. Genauso. Sag den da draußen auch. Genauso will ich das sehen, Junge. Alter. Es ist einfach wirklich unglaublich, die Geschichte von El Rille. Ach ja, der war ja auch eine kurze Zeit bei der NBA gewesen, aber da hatte der irgendwie das Gesicht von mir gehabt. Oh, shit. Ah, da muss man einfach loslassen. Das ist nicht so schwer, Freunde. Man muss einfach nur einen perfekten Zeitpunkt da loslassen. Das ist, war damals schwieriger, fand ich. Oh, shit. Nicht, dass er uns hier wieder würgen will. Komm schon, Alter. Komm, komm, komm. Oh ja, schön gekontert hier. Der sieht uns nicht. Und von hinten gibt es erstmal den hier. Zack. Bam. Move-Vielfalt. Ich würde sagen, nee, Tabben brauchen wir eigentlich nicht. Nur wenn wir im Notfall sind. Weil ihr wollt ja sehen, wie wir kämpfen und nicht, wie der Computer da kämpft. Zack, ich knock den erstmal. Ich knock hier beide aus. Guck mal, hier schmeißt er den um. Und den Rille, Alter. Bam. Guck mal, haut dem erstmal drauf. Der Finn Baylor guckt von hinten einfach nur zu. Der weiß nicht, was er machen soll. Und jetzt tritt er uns von hinten. Komm her, komm her. Shit, 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 shit. Komm, El Rille, Alter. Jetzt musst du aufpassen. Fuck. Oh, jetzt kommen auf einmal beide auf mich. Was soll das denn? Ich dachte schon. Alter, was macht er da mit uns? Junge, was ist das denn für ein Move? Oh mein Gott. Alter, die Move kann ich davor noch gar nicht. Jetzt geht er richtig ab. Shit, der andere soll mal runterkommen und uns helfen hier. Hey, was ist das für ein Tag-Team-Partner? Oh, 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 der schlägt richtig schnell, Freunde. Zack, aber wir zeigen ihm, wer El Rille ist, Alter. Komm her, Mann. Guck mal jetzt. Gibt erstmal einen Suplex. Wow, die... Ah, der kontert. Scheiße. Fuck. Junge, was das für ein Kampf ist hier, Alter. Man merkt auf jeden Fall schon, die Bewegungen sind flüssiger geworden. Das sieht alles realistischer aus als im letzten Jahr. Aber allzu viel hat sich auch nicht verändert, muss man einfach wirklich sagen, Freunde. Also grafikmäßig, da muss auf jeden Fall noch mehr geben bei WWE. Schön, der andere hilft uns, bester Mann. Jetzt können wir wieder schön rein. Ey, ich weiß ja nicht, ob man das Match auch durch Aufgabe gewinnen kann. Guck mal, der Schiedsrichter ist am 10 bis 8. Jetzt ist gleich bei 9. Der muss schnell reinkommen, ne? Der eine ist halt verkackt. Ja, ich glaube bei 10 oder 9 ist, ist Dings, ist man disqualifiziert, beziehungsweise ja, man darf nicht so lange draußen bleiben. Komm her, komm her. Bam, wir haben das Signature, Freunde, aber keine Energie mehr. Oioioi, scheiße. Bei dem weiß man echt nicht, wann er die Attacke macht. Da merkt man schon, das ist ein ganz anderes Kaliber, Alter. Zack, aber wir kontern. Nee, wir haben nicht gekontert. Ich mach eben gekontert. Fuck, hat auch schon ein Signature. Freunde, Alter, das ist wirklich nicht schlecht. Bei dem merkt man wirklich, dass es legendär ist. Also die Schwierigkeit, das muss man einfach so sagen. Guck mal jetzt hier, der, oh mein Gott, der kontert wirklich voll viel. Scheiße, das ist ein richtig geiler Kampf zwischen uns beiden gerade. Fuck, oh, 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 oh. Guck mal, was macht er da jetzt für eine Attacke? Oh, yo, Alter. Wie der uns einfach in die Ecke da gehauen hat. Shit. Shit, shit, shit. Ach du Scheiße, der nimmt uns gerade komplett auseinander. Wir haben gar keine Energie mehr. Wir müssen tabben, Freunde. Wir müssen tabben. Oh, fuck. Ich glaube, das war sein Signature gewesen. Wir müssen tabben, Alter. Wir haben uns verkackt. Oh mein Gott, wenn er uns pinfolgt. Nein, der andere muss reinkommen, ey. Nein. Ja, ich bin rausgekommen. Habt ihr das gesehen, Freunde? Oh mein Gott, Freunde. Was ist das für ein Kampf? Wir dürfen unseren ersten Kampf nicht verlieren, Alter. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Alter. Wir müssen tabben. Wir müssen sofort tabben, Alter. Wo ist der andere hin? Wo sind die hin? Steh auf, El Rille, Mann. Was ist los? Oh, shit. Oh, mein Gott. Kontern, kontern, kontern. Was? Finisher. Ja, wir sind tot. Tut mir leid. Ja. Wir haben unseren ersten Kampf verloren, Freunde. Wir wurden einfach zerstört. Wortwörtlich. Der hat uns zerstört. Tut mir leid, Alter. Ich habe mein Bestes gegeben, ey. Aber der hat uns wirklich zerstört. Ach du Scheiße, ey. Also das war krass, was der da für einen Finisher rausgehauen hat. Und Signature. Das tut mir echt leid, Freunde, Alter. Wir haben verkackt. Scheiße, ey. Unser allerersten Kampf haben wir verloren. Ich kann es nicht fassen, ey. Shit. Fuck, Alter. Match, Gesamtpunkte 2,5 Sterne. Finn Baylor und der andere haben gewonnen. Ach du Kacke, ey. Das ist gar nicht gut. Also Witz ohne Witz, Alter. So habe ich mir das Comeback nicht vorgestellt, Freunde. Aber das ist ja gerade das Geile an Legendär. Es werden gute Zeiten und es werden schlechte Zeiten kommen. Jeder hat mal einen schlechten Start. Sage ich ganz offen und ehrlich, Freunde. Aber wir werden noch zurückkommen, Alter. Oha. Please join me in welcoming my guest tonight. Zitieren für Zähne. Let's talk about what happened out there tonight. You just finished your first match in an NXT arena. So how did it feel? Jetzt können wir selbst antworten. Das meine ich mit den Interviews. Alter, ich würde die erstmal durchbumsen, Alter.
Das ist das erste Mal, dass du vor WWE-Publikum sprichst. Die Rede, die du auswählst, ändert deine eigene Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit bestimmt potenzielle Tag-Team-Partner und Rivalen. Du hast gerade dein erstes Match in der... Wie war das? Es war großartig, ich bin heiß, ich bin bald Champion, das ist meine Ära bei NXT. Ich würde sagen, es war großartig. Also, oder was sagt ihr, Freunde? Ich bin heiß, aber ich würde sagen, es war großartig, weil nach so einer langen Zeit wieder in der Bühne, auf der Bühne zu stehen, würde ich sagen, das Gefühl war einfach großartig. Ich würde nicht jetzt so große Töne spucken, ich bin bald Champion und so, nur weil es damals gewesen sind. Ich würde sagen, es war großartig. Ja. It was amazing. I trained so hard Boah, to get Stimme. Here, and I never thought I'd make it this far. And to compete in front of that NXT crowd, the loudest, most raucous crowd there is, man, it was special. Boah, diese Stimme, Alter. Guck mal, die will gebumst werden. Die will... There you have it. Back to you, Cole. Boah, die, ich glaube, die braucht mal, also richtig von hinten, ey. So, Freunde, hier können wir sehen, wie die anderen gekämpft haben. Superstar 1 hat gewonnen, man kann ja auch, wie gesagt, bei den Matches eingreifen, aber das können wir jetzt, glaube ich, am Anfang noch gar nicht, weil das wäre ja schon richtig krass, wenn wir direkt eingreifen könnten. So, hier sehen wir auch schon direkt unser nächstes Event. Was wird es sein, Freunde? Es wird wieder... Oh! Was war das? Glückwunsch, dein erstes Match brachte dir genug Popularität ein, um in der Rangliste der NXT einen Rang aufzusteigen. Lass dich auf Rivalitäten ein und gewinne Matches, um weiter nach oben zu kommen und der Hauptherausforderer, um die NXT Championship zu werden, Alter. Korrekt, wir sind aufgestiegen auf Rang 9. Simon Gotch ist runtergefallen, perfekt. Und ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gibt es hier ein geiles Match, normal Match gegen den Typen hier. Und ja, wie heißt der überhaupt? Gucken wir nochmal nach hier. Dann würde ich sagen, ja, Zack Ryder. Dann würde ich sagen, was an dieser Stelle hier von unserem ersten großen Auftritt, beziehungsweise von der zweiten Folge auf Rille zum Titel. Hat mir übertrieben viel Spaß gemacht. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben, dann werden wir die 10.000 Likes knacken. Ja, würde mich das auch nochmal freuen. Und ich verspreche euch, Freunde, nächste Woche, der Typ hier wird so rasiert werden, auch wenn es auf legendär ist. Wir zeigen, dass El Rille die wahre Legende ist. Alles klar, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.